So, wenn ich hier jetzt wenden könnte, dann könnte ich wieder vernünftig fahren, aber ich kann hier nicht wenden, das ist kacke. Muss ich in den Ort reinfahren, um zu wenden. Na, das ist ja doof. Oh, in der Tat, du. Machen wir erstmal Licht an, es ist schließlich 19 Uhr. So, hier haben wir Dortmund. Wo müssen wir raus? Wir müssen geradeaus, okay? Erster Aufenthalt in Metz. Metz? Ah. So ein Hersteller für Elektronik, oder nicht? Oder der Metzger von nebenan. Habe ich für nebenan gesehen? Meine Konzentration lässt ein wenig nach 2 Stunden Aufnahme. Ich habe es jetzt auch gerade nicht mehr realisiert, ob ich für oder von oder mit oder was weiß ich gesagt habe. Okay, wir haben wirklich eine Pause nötig. Ach Quatsch, du Quatsch. Motorfehlfunktion, scheiße. Kann ich hier wenden? Schaffe ich das? Ich sollte den Blick auf wieder ausmachen. Wenn nicht, dann habe ich richtig gefailt. Ja, hier kann ich wenden. Gut. Bin in warum einer wir den nochmal gerade? Ja, das könnt ihr auch gebrauchen. Weil ich bin in 14 Minuten in Dortmund. Also passt das. Tanken muss ich einfach mal noch nicht. Rausziehen. Was? Sagt er einfach rausziehen auf die Straße, auch wenn da gerade kein Auto kommt. Okay, das habe ich gerade schon falsch verstanden, ehrlich gesagt. Wir fahren jetzt Licht aus. Brauche keine neue Wohnung. Was? Egal. Wir fahren jetzt nicht direkt die Route, die wir nehmen sollten. Wir fahren jetzt hier rechts ab. Und rammen nochmal die Bande. Und ja, erkunden Dortmund noch ein wenig. Mal gucken, ob wir da einen DRF-Händler haben. Geld haben wir zwar eh nicht mehr. Oder gibt es ja 373 Euro ein Truck? Glaube er nicht. Könnte schwierig werden. Könnte, aber im Versuch ist es wohl wert. Erster Aufenthalt also den, in ich Dortmund. Jetzt habe, der hat irgendwie einen bescheuerten Bremsweg. Weißt du, der Volvo, weißt du, 1 Meter, dann stehst du. Diese hier 10 Meter mindestens. Ja, das ist echt ungewohnt. Und dann kommst du den Berg nur mit 10 km/h oder so hoch hier. Wenn du Glück hast. Ich habe mich schon wieder festgefahren an der Leitplanke. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, schon schlimm, du. Schon schlimm. Oh yeah. So, jetzt aber. So, schauen wir doch mal, was wir hier rechts haben. Wo haben wir denn hier eine Werkstatt? Würde mich gerade interessieren, ehrlich gesagt. MAN-Händler. Können wir da nicht auch reparieren? Zweifel ich. Jetzt aber. Ach, ich habe ja gar kein Geld zum Reparieren. Erwischt. Los. Also Autobahnen sehen hier nicht gerade so schön aus. In Luxemburg? Ne. Da gibt's Autobahnen? Ja. Ja, so groß ist es ja nun nicht, ne? Oh, es geht. Deutschland ist größer. Ja. Ich kenne auch in Luxemburg nur eine Person, also sage ich, Luxemburg ist klein. Okay, wenn du jetzt aber sagst, ich kenne in Russland keine Person, deswegen ist Russland auch klein. Ja, also in Russland kenne ich 3 Personen, das heißt, das ist schon wieder ganz okay. In Spanien sind es mehr, Spanien ist riesig. Was ist denn für eine Maßeinheit? Ich hasse Leitplanken. Oh, ich bin an der Grenze, oder ist das eine Mautstation? Ja, genau, dränge dich vor. Muss ich denn lang? LKW, bremsen. Oh. Das ist eine Mautstation. Oh. Es gibt tatsächlich Mautstationen. Musst du denn auch bezahlen? Ja. Und was ist, wenn du einfach durchfährst? Das wird wahrscheinlich richtig Strafe kosten. Das probiere ich jetzt auch nicht aus. Ich sage, denn ich kann nicht bremsen. Zufriedenstellen, scheiße. Anfang einer Mautstrecke. Bitte Ticket aufbewahren. Bestätigen mit folgender Taste. Da sitzt ja gar keiner drin in dem Häuschen. Das ist aber heute alles digital hier. Oh, die bringen ja alle kein Geld. 226 Euro am Tag.
Dann verlange ich aber auch, dass diese Strecke ein bisschen schöner aussieht hier. Jetzt habe ich schon eine Stunde Verspätung, dadurch, dass ich in den Ort fahren musste. Alice, Alice, der sieht gut wieder aus. Aufholen. Der sieht gut aus oder der arbeitet gut? Der hat bei... Was ist das? Gefährliche... Also hier Sprengstoff und so 1 und bei Gefahrengüter oder was ist das? Keine Ahnung. Langstrecken ist das, glaube ich, 2. Das sieht ganz gut aus. Schmeißen wir Ion wieder raus. Der bringt mir echt zu viel, nicht? Ich bringe 6,71 Euro pro Kilometer. Die bringen 1,49 bzw. 2,69. Oh, das ist wenig. Ja. Zu wenig. Oh, ich glaube, ich bin sogar... Nee, das kann doch nicht sein. Da stand ein Schild mit Mannheim. Bin ich wieder in Deutschland? In Deutschland haben wir aber keine Maut, also kann ich nicht in Deutschland sein. Vielleicht kommst du, hast dich verfahren. Ah, das wird mir mein Navi ja sagen, das wird ja meckern, aber das Navi ist sowieso so ein bisschen blöd, kann keine Ausweichroute berechnen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in... Da, Dortmund. Ich hätte jetzt gerne ein kurzes Strecke. Streckenlänge, kürzeste Streckenlänge. 248, 205, okay, andersrum. Streckenlänge, so. 119 Kilometer von Dortmund nach Kassel und nehmen wir Dortmund-Osnabrück. Dortmund-Hannover wäre auch eine Idee. Obwohl, weißt du was? Ich nehme jetzt noch eine 3 Stunden fort. Oh, ich komme in die Berge. So, ich bleib wirklich in Deutschland. Das gibt es doch gar nicht. Ich bist noch nie einmal im Ausland gewesen, hast du ja auf dieser Fahrt, oder? Nee. Nada. Ach, guck mal, wenn ich jetzt überlege, ich war in Deutschland, ich war in den Niederlanden, ich war in England und ich war in Luxemburg. Gut, nach Luxemburg bin ich geflogen, aber ansonsten... Das ist doch nicht mein Truck. Ich glaube, diese Schnellfahrten bringen doch nicht die eigenen Trucks, weil ich sitze jetzt nicht in meinem Truck. Denke ich. Dann ist ja gut. Ich habe doch kein Volvo. Oder habe ich ein Volvo? Ja. Nein, aber nicht so einen hier. Kann ich dir nicht sagen. Komisch, komisch. Mein Führerhaus sieht ganz an. Theoretisch wollte ich in einer Viertelstunde da sein, jetzt wird das wohl doch nichts mehr. Also ich habe jetzt eine 3 Stunden 42 Minuten, bis ich da bin. Oh, hier ist eine Raststätte mit Parkplatz. Hier ist der Holz-LKW, der mich abgedrängt hat. Nicht in die, nee, der wollte mich nicht in die Mautstelle lassen. Ah, ach du. Das ist definitiv nicht mein Volvo. Der ist voll getankt und heile, oder was? Nein. Er hat eine scheiß Hupe. Und ist nur halb getankt und heile. Der sieht auch ganz anders aus von innen. Jetzt muss ich hier runter. Sonst fahren wir doch wirklich einmal professionell eine Runde, ohne einen Unfall zu bauen. Boah, Glück gehabt. Einen Zentimeter bin ich hier vorher stehen geblieben. Vor dieser, oh na doch nicht einen Meter, aber trotzdem. Relativ gekonnt. Okay. Was muss ich jetzt zahlen? Ach du Scheiße, 30 Euro. Na gut, zahlt der Arbeitgeber, ne? Och, das gibt's doch gar nicht. Dass der das zahlt? Ja, ist echt nicht fresh heute. Bei mir gibt's das. Das sind Spesen. Ja, ja, ja. Ich muss das alles selber bezahlen, ne? Hm. Ja, bist du selber schuld. Bist dein eigener Chef. Ist aber auch was Schönes. Ja. Was Schönes wäre ein schönerer LKW als dieser hier. Dieser ist nicht so schön. Ist ein Argument, aber na. Der hier auch nicht, wenn ich das beruhige. Dafür hat dieser hier eine vernünftig klingende Hupe, also einigermaßen zumindest. Ja, hier auch nicht. Aber das Türhaus sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, dieser hat ja eine, die ganz vernünftig klingt. Meiner nicht. Wie gesagt. Die ist relativ tief. Die hier nicht, die klingt wie von einem Roller. Das ist ein Renault, kein Volvo. Ich bin auch ein Spezi. Oh Mann. Aber bislang ohne Unfall. Das ist schon mal gut. Hinter uns kommt noch wer. Ah, das Fernlicht lasse ich mal aus, solange bis es noch nicht ganz wieder dunkel ist.
Sie haben Post. Schande, schon wieder eine Rechnung. Ich bin schon wieder im Minus. Ich krieg echt zu viel, du. Ich krieg ja gar keine Rechnungen, ne? Ja, ich schon. Davon sehr, sehr viele. Kostet es Strafe, wenn man auf der falschen Straßenseite fährt? Wenn du erwischt wirst, ja. Was heißt erwischt wird? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie man erwischt werden kann. Auf jeden Fall kostet es ja auch Strafe, über eine rote Ampel zu fahren, wenn du erwischt wirst. Stimmt, ist wahrscheinlich random. Müsste man mal rauskriegen, wie random. Kannst du ja gerne mal ausprobieren, du. Nee, ich lass dir den Vortritt. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Stimmt, ja. Noch 200 Kilometer. 40, ich fahre 80, das ist natürlich auch sehr gut. Besonders da diese Kurve nicht gerade so nett aussieht für LKWs. Besonders nicht mit Anhänger. Kommt vor, gibt Schlimmeres. Nähere mich Straßburg. Nein. Ich will hier natürlich nicht abfahren. So. Der Wagen fährt sich an sich gar nicht so schlecht, ist mir nur ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Nein. Autsch. Jetzt habe ich versucht, zu bremsen und rüberzuziehen auf die richtige Ausfahrt. Und? Mach sowas nicht. Was ist passiert? Schreibe es mir. Naja, dahinter, ich bin so ein bisschen gegen die Leitplanke und hinter der Leitplanke war so ein kleiner Abhang. 2% Schaden an der Fracht. Oh Mann, und wie viel an dir? 4% am Wagen. Das geht doch noch, ich schaffe immer irgendwie auf 20. Nicht, also wenn ich gegen die Leitplanke frontal gegenfahre, habe ich auch 30 oder so. Ja, das schaffe ich meistens. Erstaufenthalt in Straßburg. Ich fahre jetzt nach Hannover. Hannover oder Bremen? Bremen, glaube ich. Gucken wir doch mal gerade. Wir fahren nach Bremen. Sie haben Post. So, dann gucken wir doch mal gerade nach, was wir da bekommen haben. Vermutlich wirklich nur eine Rechnung. Sie haben ihr Konto überzogen. Ja, ich weiß. Müsst ihr mir nicht ständig vorhalten. Ich werde daran arbeiten, dass es immer schön gedeckt ist, aber zurzeit geht es nicht. So, dann fahren wir jetzt bei Postbett oder so ähnlich. In Köln? Nein. Köln-Postbett? In Straßburg. Lol, okay. Eine Firma aufs Werksgelände. Ach, das ist eine Firma. Das erklärt so einiges. Ich habe letztens überlegt, Stadtteil in Köln, Postbett, was? Ah, Schande. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Gute Arbeit habe ich geleistet. Schön. Ja. Dann gucken wir doch nochmal schnell, dass wir dir aus Köln was mitbringen können. Das ist doch schön. Oh, schade, das geht gar nicht. Der LKW ist zu beladen. Nee, ich muss in einer Stadt gewesen sein, um von da aus Aufträge anzunehmen. Das heißt, wenn ich von Osnabrück nach Köln einen finden würde, könnte ich den annehmen. Ja. Da es von Osnabrück nach Köln keinen gibt, werde ich wahrscheinlich einen von Osnabrück nach Düsseldorf nehmen. Ach, da war ich heute auch schon. Gibt's von Düsseldorf nach Köln dann welche? Ich hoffe es. Ich denke mal. Also, ich muss hier rüberziehen, sonst wäre ich wieder nach Osnabrück gefahren. Es geht ja weiter in den Norden. Noch 122 Kilometer, dann sind wir in Bremen. Ja, jetzt befinde ich mich hier anscheinend auf einem Reiterhof oder so. Okay. Und habe ein MAN habe ich ja noch gar nicht gefahren dieses Mal. Gucke ich mir erstmal von außen an. Die fahren sich ganz gut, wie ich finde. Okay, ich bin auch wirklich auf einem Bauernhof. Ich höre hier Tiere. Sei froh, dass du nicht im Steinbruch bist. Da kommst du ganz schlecht raus. Im Piesberger Steinbruch? Nee, einfach nur Steinbruch. Gibt's mehrere. Habe ich aber auch bislang nur eine Mission für gemacht. Motor an. Nein, du ziehst da jetzt nicht. Gut. So. Oh, die fahren sich wirklich ganz gut. Und der sieht sogar auch einigermaßen schick aus. Die Volvos sind zwar auch ganz cool, aber ich wollte nicht auf G, ich wollte auf H. Aber die Hupe im Volvo stört mich echt ungemein.
Ich weiß nicht mehr, wie die jetzt im Dingens klingt, im MAN. Können wir gleich mal ausprobieren. Gut. Ups. Auch schön tief. Schön. Und wenn ich mir bald von MAN. Der mir entgegenkam, hat direkt angehalten. Na, das ist doch schön. So, ich habe noch 90 Kilometer vor mir. Ist es bei dir Nacht? Es ist Abend, es ist 22.09 Uhr. Immer diese Zeitverschiebung in Deutschland. Bei mir ist es 13.34 Uhr. Zeit für einen Knoppers. Ach nee, schon zu spät. Merkt euch, liebe Kinder, und gebt fein Acht, ich habe euch gar nichts mitgebracht. Kein Knoppers nach 10 Uhr. Auch nicht vor 10 Uhr. Ist nicht wie mit dem Bier vor 4. Es ist immer vor 4. Nach 4. Gott. Es ist doch immer vor 4. Sei denn, es ist gerade 4. Und dann ist es nach 4. Ach, lecco mio, egal. 71 Kilometer noch. Und es läuft unfallfrei. Das verwundert mich gerade ziemlich, ehrlich gesagt. Ich versuch's jetzt auch echt mal einmal komplett unfallfrei, ohne zu tanken. Krass, du ohne tanken? Ich war immer noch erst einmal tanken heute. Trotz eigener Trucks. Nicht rüberziehen. Ich bin in einer Stunde da. Der Tank, den ich jetzt habe, der ist aber auch komplett voll. Und das Unfallfrei hat sich gerade erledigt. Oh Mann. Ganz einfach durch die Tatsache, dass ich geguckt habe, wie voll mir ein Tank ist. Ja, sowas macht man auch nicht während der Fahrt. Multitasking kann man nicht. 1% Schaden an beidem. Na super. Ah, jetzt wird es aber so dunkel, da lohnt sich schon das Fernlicht. Wow. Halten wir das so mal an, auch wenn wir dann hinten nicht mehr so viel sehen können. Vorne ist gerade ein bisschen wichtiger. Der Blinker im Volvo klingt nicht schön. Weiß ich nicht, jetzt gerade. Finde ich zumindest, in dem Volvo hier zumindest nicht. Bin mal gespannt, wie später die 500 PS Kisten sind. 500, 600 PS. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Vielleicht sogar mehrere, mal gucken. Vielleicht bauen wir wirklich eine große Firma auf. Die Schatteneffekte hier im Auto, die gefallen mir sehr gut. So. Oh ja. So Umgebungslicht, das ist echt super gemacht. Kann ich jetzt schlecht vorführen, aber ja, da gebe ich dir recht. Fernlicht gibt es auch mit K, das weißt du, oder? Ja, das habe ich ja an. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Ach so, scheiße, stimmt. Gott. Ich bin gleich da. Meine Trucks machen trotzdem ab und zu mal komische Geräusche. Ich würde fast sagen, es liegt wirklich dran, weil ich einfach zu schnell werde. Weil sie an ihre Grenzen geraten, aber ich kenne mich mit den Dingern jetzt auch nicht so gut aus. So, Bremen. Wir sind gleich da. Werden wir doch schon mal ein bisschen langsamer. Bei mir dauert das wohl noch ein bisschen. Ich bin in einer Stunde, in zwei Stunden bin ich da. Ich in 16 Minuten. Jetzt hier mit 40 Sachen runter.